Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt mal an einen Secret-Spot gefahren bei uns und testen hier mal die Strecken aus. Hier gibt es einiges an Sprüngen in mehreren Abschnitten, von sehr leicht bis richtigen guten Gaps. Und ja, ne, hier gibt es solche Tables, danach kommt so ein Step-Down mit einem Step-Up. Eigentlich alles dabei. Wir sind jetzt, wollen wahrscheinlich hauptsächlich oben fahren und naja, ihr seht es ja gleich. Ach so, wenn irgendjemand diesen Spot hier kennt, bitte bewahrt es für euch. Müsst nicht in die Beschreibung oder so schreiben. Soll auch geheim bleiben. Und ja. So, wir stehen jetzt hier bei so einem, beim Start von der Strecke. Hier ist dieser Steilhang. Sauber. Das ist also unsere erste Abfahrt und so hieß es erstmal wieder so ein bisschen einfahren. Ich weiß ja nicht, wie euch das ergeht. Bei mir ist das immer so, dass ich mir in der ersten Abfahrt vorkomme, als ob ich gerade erst angefangen hätte, Mountainbike zu fahren. Aber Gott sei Dank wird es ja danach dann immer besser. Der obere Teil ist jetzt nicht so lang und ist relativ kurz. Deswegen sind wir den auch nur einmal gefahren und haben uns danach dann in dem nächsten Abschnitt hauptsächlich aufgehalten. Ach ja, und es gab auch endlich mal eine Wippe für den Ralf. Er hatte schon länger eine gesucht und hier endlich mal wieder eine gefunden. Sauber. Fangen wir mit ein paar Außenaufnahmen von dem mittleren Streckenabschnitt an. Der hier richtig Laune macht. So, jetzt noch einmal den kompletten mittleren Abschnitt an einem Stück. Gut, das war nicht die Linie. Egal. Hui. Rumpelig, ne? Boah. Das letzte Stück. Aber richtig, ey. So geil. Klappe. Ach ja, und dann gab es natürlich noch in dem mittleren Abschnitt im unteren Teil zwei Gapsprünge, die der Lore jetzt einmal zeigt. Um das zu filmen, sind wir auf dem direkt daneben stehenden Freisitz gegangen. Yeah. Hier das Ganze jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive. Kommen wir zum letzten Abschnitt. Da sind wir dann noch so ein bisschen diese leichtere, die linke Line gefahren, weil uns dann auch so langsam die Kraft verließ. Und somit hat das aber dann für den Tag auch gereicht. Thank you.
Ja, da sind wir am Ende von dem Video angekommen. Hat heute richtig Laune gemacht hier und ja, man sieht jetzt hier so das Ende von der Strecke. Doch einiges und Großes hier dabei. Macht richtig Spaß. Oben der Teil ist echt wurzelig und steinig. Richtig klasse Lein. Und hat euch das Video gefallen? Ihr wisst, ich freue mich um einen Daumen nach oben. Lasst auch gerne einen Kommentar da. Wie gesagt, schreibt bitte nicht in die Beschreibung rein, wo das Ganze hier ist. Das soll auch geheim bleiben. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.